Guten Morgen an alle. Bin jetzt wieder im Laden. Heute Morgen war ich schon im Bauhaus. Feuerfesten Zement holen. Dann gab es ein bisschen Streit um die Dosen, um die Elektrodosen. Die waren wohl nicht ordnungsgemäß eingeputzt, verputzt ordentlich, fand der Carsten nicht gut. Und dann hat sich Carsten und Flo ein bisschen in der Wolle gehabt. Hat sich aber auch wieder erledigt. Ist alles wieder geklärt. Alle wieder friedlich. Wie es nun mal so ist auf so einer Baustelle. Das eine Werk schimpft aufs andere. Der eine sagt, ja, hättest du ordentlich putzen können. Der nächste sagt, na, hättest du die Dosen ordentlich reingegipst. Und so. Ne, sozusagen. Das ist auch unter Freunden ist das so. Das ist furchtbar. Ja, und der Tommy steht in der Mitte und muss vermitteln. Das ist eigentlich ohne immer meine Aufgabe. Ja, jetzt gucken wir mal, was der Tag weiter so bringt. Ich bin ja schon eine Weile hier, wie gesagt, seit um 9, jetzt anderthalb Stunden um. Jetzt habe ich erst Zeit, die Kamera anzumachen und jetzt, ja, jetzt geht's weiter. Also, bis später. Ich hole jetzt Tesafilm und dann werde ich die Schlösser beschriften, weil dann geht nicht mehr so. Kann ich nebenbei immer schön machen. Schlösser durchnummerieren. Das ist ja furchtbar immer diese Schlüsselsucherei, die mag ich nicht. Bis gleich. Vorderrad. Reifentausch. Kaffee ist echt das Beste. Ich habe gerade einen Schlauch geschrottet, nagelneuen Schlauch reingemacht und der war ein bisschen verklemmt und bumm. Ne? Also das kann auch mir passieren, das passiert jedem mal. Ich mache das so oft und ich habe mich schon gedacht, ah, ob das was wird. Aufgepumpt. Na ja, siehst du, wunderbar, genau das war das. Was denkt man schon denn? Ist das denn? Naja, ist zwei Schläuche für einen Schlauchwechsel. Minus. Aber ist okay. Hauptsache dir fällt am Ende und am Ende ist es korrekt ausgeführt. Das ist wichtig. Ne? Also. Pause. Setz mir jetzt runter hin. So, für Thorsten. Da musste ja verdorsten. Tada! Ja. So sieht das aus. Kommt jetzt gleich um die Ecke geschossen. Kenn ich doch. Kenn den doch. Schreiben wir mal drei und dann ist er drei da. Pass auf. Tommy reinigt jetzt die Felgen. Ein paar Laufradsätze.
Ja. Thorsten ist da. Natürlich. Starker, echt starker Kaffee. Ja, aber 12 Jahre alt. 12 Jahre alt? Ja, könnte man so denken. Könnte man so denken. Das war geil. Das sehe ich schon, dass das älter ist, das ist ja wohl klar. Das war geil, das Ding. Das stand im Pankow, wo Janga eingezogen ist. Hinten im Hof. Auf der Laufparkseite, alles noch dabei. Komplett so Pankow. Direkt die letzten 5 Jahre so schön alles eingehen.
Jetzt überhaupt mit dem Rad? Ich verstehe jetzt nicht deine Auseinanderbau. Und dann? Na, der Lenker kriegt einen Freund und seinen dicken Panzer. Ich brauche diese Armaturen für meinen High-Pacer-Aufbau. Denn ich wollte das Ding ja retten und irgendwie, aber es ist wirklich fest und das ist auch schwierig. Ich weiß, ich kenne die, Love you, Rima. Boom. Hier. Ja, die Kette kann Müll, wa? Machen will. Ich kann sie ja genau dort wieder hinlegen. Ja, Müll, nee, da ja, muss ich nicht gucken, ob die ist. Also die ist nicht gedehnt. Also Müll. Junge. Wir dürfen mal Luft. Nö. Viel Spaß. Danke. Da. Kamera. Action. Nochmal. Und ich bin gut. Oh. Ich wollte vorher draußen. Aber jetzt zeig mal was. Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Warte mal, welche habe ich schon abgemacht? Hier muss, glaube ich, ab. Und hier dann auch. Ich hab hier so. Oh. Scheiß Raucher. Und aufgezeichnet. Ermitteln? Soll ich irgendwas festhalten? Ja, nee. Das geht kaputt. Ich glaube nicht, dass er dir aus der Flasche ist, aber lange nicht. Der ist ja schon groß. Hast du schon? Nee. Das ist ja witzig. Ich muss ja einfach da rein verlegen. Das ist halt geil, dass die auch schwarz sind, ne? Hm? Schwarz. Was schwarz? Kugelarme. Was ist damit? Ja, super selten schön.
Warum ist das nicht so eingespannt wie es war? Ja, aber da komme ich ja nicht ran. Wird doch ja nicht um dich hier. Mein Arbeitsplatz. Das stimmt. Du willst weitermachen? Weiter? Hier und nichts. Nee, andersrum wollt das. Echt? Mach ich gern. Der Stift macht das gern. Das ist sinnvoll jetzt hier. Ach Mensch, lass doch das ein bisschen mit Gefühl, ey. Muss doch noch zudrücken und drehen. Mann, ey. Wunder, dass wir die alle Patina hat. Oder was? Ja? Ich wusste aber. Ah, aber die Arschkrampe nicht. Hallo? Italienische Arschkrampe. Gebleached oder was? Nee. Jedes Mal sauberer als vorher. Dampfstrahler. Die Deutschen sind noch halt German im Wald, gehen am Baum kacken. Ja. Italiener halt schon seit 1000 Jahren immer waschen den Arsch. Das ist ja toll. Abziehen oder so mit Gewalt. Ey, kann ich nicht fassen, dass du die Räder überall zusammenklaust. Das ist nicht geklaut. Na klar, es wird geklaut. Und beschlagen. Ja, du kannst doch nicht einfach irgendein Rad irgendwo wegnehmen. Ich verstehe das nicht. Ich erklär's dir nochmal. Ja, erklär's mir nochmal. In Pankow, wo in die Pankow. Mama wohnt, ist ein Hinterhof. In Kastanien. Alter Scheiß, hier sind viele Hinterhöfe. Ja, genau. Da stehen viele Fahrräder. Manche sind angeschlossen, die meisten schon angeschlossen. Und dieses Teil stand da? Nicht angeschlossen. Stand nicht angeschlossen? Mach ich mich bitte mal auf, wenn du Zeit hast. Ja, mach ich. Sind die Haare frisch? Bitte? Hast du deine Haare gemacht? Ja, meine Tochter war da. Aha, jetzt sieht man gleich. Ich gehe bloß mal zum Briefkasten. Ja. Hast du Feuer? Jetzt lass doch den Mann in Ruhe. Mann, nee, bleib hier. Jetzt lass ihn in Ruhe. Mann. Ja. Du musst nicht immer jeden anquatschen, irgendwas. Hört sie nicht? Nee, sollte nicht. Nee, das will ich auch nicht. Na, den Kunden da irgendeinen Scheiß fragen oder so. Was mag ich nicht. Das sollte nicht einmal geschehen. Da geht das schon los, gerade. Macht das nicht? Lecker. Aber nicht den. Nimm den. Was ist von mir? Das der ist mega fest. Willst du? Ja. Nee, nicht den Mucker. Der Fobo ist scheißegal, aber nicht den Mucker. Lass den Vorrat drin, das willst du ja nicht. Das will ich. Aber das kann man auch nehmen. Wo bin ich? Naja. Er hat Angst. Er so. Ja, dann fass hier an. Du hast doch die Kraft. Du bist der Hebel. Tja, ich soll doch das Ding nicht kaputt machen. Das verbiegt doch alle Tiere. Guck doch, das war schon drauf. Wir werden später. Wenn Hast du sie gesehen? Nee, ist ja aufgezeichnet, oder? Guck ich mir doch jeden Abend den Uhr an. Wenn ihr eine Form real ist, dann kann man das so machen. Oh, die Form ist egal. Lenker! Schon wieder. Mann, ey! Alter, du weißt aber auch nicht. Okay, los. Bieg. Mit Ruck oder? Nee, biegen.
Wo holst du denn hin eigentlich? Na, weiß ich nicht. Wer noch heute einen Arm da? Nein. Das ist Müll. Wo ist das? Oh Mann, Alter, ey. Ah, ey, jetzt. Ja, komm, der Arbeitsbereich ist echt. Denn, ja, aber du arbeitest wie ein Hampelmann. Das ist alles nicht wert. Jeder Katzer da drin ist mehr wert als die ganze Müll da draußen. Kannst du in Italien verkaufen, oder? Auf diesem Riesenmarkt. Ja, passt. Achso, ist nicht so, Leute. Hast du Qualität selber? Die Teile sind teuer. Du musst erstmal sauber machen. Ja, das bin ich für dich. Du schmeißt da alles um? Dann kannst du nicht. Ja, nee, muss erstmal hier. Ich hab nicht so gute Finger. Sauber machen. Schöne Tratsch! Fährt sich gut? Kann man so lassen. Ich will auch noch irgendwie. Ach, hör auf mit der Schlange! Ja, ich hab eine Schlange. Na. Ich hab eine Schlange, wo ist sie jetzt ausgeschlagen? Hey, lass die Hose zu. Kommt gleich meine Schlange. Ist ja furchtbar. Ja, ich hab eine Schlange. Genau. Jetzt hör auf. Eine einäugige. Ja, ist ja furchtbar. Schlimm ist das. Auch ein Behindertenschein. Da. Da. Stunde, ne? Ich habe euch ja nicht erwartet. Oh. Das bitte. Habt ihr mich ja nicht erwartet? Nee. Aber wir haben gerade gedacht, dass wir nicht gut kommt da denn hier. Wie wir das jetzt machen? Ja. Sie hat die Lust, heute irgendwas zu machen. Ich hab keine Lust mehr. Mit dem Unterschied. Ja, genau. Was hat sie gesagt? Ich habe gesagt zu Dennis, der Wolfgang sitzt noch da, den wird er nicht los. Ja, jetzt guckt er. Jetzt guckt er traurig, ich geh mal hin. Wolfgang, ich mach mal Videoschnitt, ja? Ja, ich hau jetzt langsam ab nach Hause. Na, ich muss jetzt. Ja, machen wir, kurz. Ja. Ich komme dann, wenn morgen nicht ist, Dennis noch Abend kommen sollte, oder warte ich einfach mal, weil wir sehen, wie das Wetter ist. Angelroute, dann mit, dann können wir damit quatschen. Machen wir das mal. Mit der Angelroute? Was? Ja, dann will er da angeln gehen. Er möchte im Spreewald angeln gehen? Ja. Echt? Tageskarte für 6 Euro. Das ist nicht teuer. Glaube ich. Für 6 Euro musst du aber erstmal Fisch fangen. Ich will nicht mehr angeln gehen. Gut, alles klar, Thomas. Alles Gute.
Sag Tschüss noch zu Dennis. Tschüss. Ja, da mal, jetzt kann ich einfach abhauen hier. Zur Hölle, bitte. Tschüss. Ich besorge dir. Wenn wir müssen abends öfters hier, bringe ich dir das mit und was wir dazu brauchen. Ne? Der schüttelt ganz schön deine Hand, wa? Ja, guck mal, wenn wir dazu brauchen, dann müssen wir dann mal was besorgen oder was? Ja. Alles raus. Ja. Dann haben wir mal eine Kamarkstraße, weil die Angel dann hin. Ersatzpose, Haken, das habe ich nicht mehr mit, weil ich da habe. Eine Pose, also du weißt nicht, was da noch raus oder so. Ja. Wenn du was da angeln willst, will ich nicht, keine Ahnung. Eine Angel. Und die Angel, ja doch, die Angel kriegst du ja von mir. Weil du den Ersatz was da noch brauchst, aber was weiß ich nicht. Da bin ich erfinderisch. Ja. Reden wir mal morgen drüber. Nehmen wir einen Sekt gucken. Für den Wels reicht das. Ja. Alles klar. Leg eine Aalschnur. Ha? Eine Aalschnur legen. Ja, das sagst du jetzt nicht. Die kannst du legen, ja. Das ist so. Kann ich legen. Ja, wenn du das nicht erwischen. Lass den nicht erwischen. Wenn du das nicht erwischen lässt, dann legen du mit Stücke oder so. Kannst du oben auch klar. Ja. Macht der Wolfgang immer. Gibst du, kannst du ihn auch nicht. Gibst du so eine Aalschnur, gibst du eine Kronen, kostet 9 Euro. Kostet ja nichts. Wolfgang, er fällt mir gerade ein, ich brauche ja keine Angel, ich gehe Dynamit fischen. Das ist viel effektiver. Also, ja, bis morgen. Bis morgen. Ist ja furchtbar. Aber der gibt mir noch was mit. Was er sagt. Niemals leer laufen. Niemals leer laufen, immer voll besoffen sein. So. Ich mache Schlussfeierabend, beziehungsweise ich schneide Material. Gucken wir mal hier hinten drin. Ach, ist das voll! Hier passiert ja wirklich gar nichts in dem Laden. Nicht ein Rad ist verkauft. Dabei sind schon zwei diese Woche. Was? Zwei hast du verkauft? Ja. Ein 80-Euro-Rad und ein. Warum ist denn das hier? 180-Euro-Rad. Und ein 500-Euro-Rad. Allerdings steht das schon seit 7 Jahren hier, das Rad. Aber ist ja egal. Verkauft, verkauft. Dafür habe ich auch wieder ein Rad gekauft diese Woche. Für 500 Euro. Für 500. Nee. Das waren ja 300 nur, das war echt ein echtes Schnäppchen. Also als Entrüger hat man das mal gut, war. Wie kommen bestimmt so Waffen und so weiter? Nur? Was machen sie denn damit eigentlich? Na, alle mir verkaufen, ich bin voll mit Waffen. Echt? Naja, natürlich nicht, das ist totaler Schwachsinn. Auch eigentlich China, aber willst du nur Waffen finden? Die meisten Leute haben doch keine Waffen mehr. Heutzutage findest du sowas nicht. Früher war tatsächlich bei den Räumungen öfter mal was dabei, aber heutzutage kennst du eine Wohnung drin. Da steht nur noch ein IKEA-Scheiß-Billy-Regal. Und auf ich bin Pazifist, wa? Denn, ja, dann hast du da einen Pax irgendwann und dann hast du. Jetzt geht's los. Jetzt wieder Hasstiraden angesagt, das ist ja Wahlkampf. Dennis wählt. Ich wähle, ja. Dennis wählt. Ich selektiere. Ich wähle deine Waffe, scheiß das doch immer. Dennis wählt das Schwert. Bogen und das Schwert, musst du schon entscheiden. Nahkampf. Wunderbar, so macht man das. Warum stinkt das jetzt hier so nach Kippen, ey? Hast du geraucht hinten eigentlich? Gut, ich mach. Bis morgen. Ciao.